TTIP gibt es aus meiner Sicht keine Möglichkeit, auf der Basis des bestehenden Verhandlungsmandates und der bisher bekannt gewordenen Verhandlungstexte zu einem Kompromiss. Also wir sind ganz klar für den Abbruch der Verhandlungen. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass ein Vertrag zwischen den USA und der Europäischen Union abgeschlossen wird. Aber angesichts der Fahrtrichtung dieses Zuges, glaube ich, ist besser, der Zug wird jetzt im Anhalten. Weitaus meisten Bereichen sind die europäischen Standards weitergehender als die in den USA. Das ist zum Beispiel im Fall Chemikalienrecht gegeben, aber auch in Teilen des Agrarbereiches, Tierschutz, Gentechnik, Fracking, andere Bereiche. Ich will gar nicht darüber reden, welche Standards jetzt unverzichtbar sind, welche verzichtbar sind. Das ist eine Frage der demokratischen Mehrheitsbildung in den europäischen Gesellschaften und ich finde, darauf sollten Handelsverträge keinen Einfluss haben. Es ist nicht mehr angemessen, Verhandlungen wie TTIP geheim zu führen. Das hat im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren, auch in den internationalen Beziehungen. Es muss möglich sein, dass hier wesentliche Verhandlungsvorschläge wirklich veröffentlicht werden. Es kann nicht sein, dass wir viele Informationen nur aus nicht offiziellen Veröffentlichungen, also den berühmten Leaks, bekommen sollen. Es muss hier wirklich mehr von den Verhandlungen selbst getan werden. Dass auch das Verhandlungsmandat erst Jahre später überhaupt erst veröffentlicht wurde, war wirklich ein Skandal.